fahren Sie am Aktionstag am 14. Mai mit Bus und Bahn und erfahren Sie Kultur und erleben Sie Natur von der Schwäbischen Alb bis zum Bodensee. Sie wissen nicht wohin? Wir haben den passenden Ausflugstipp für Sie. Erwandern Sie den Schussentobel zwischen Aulendorf und Mochenwangen. Der Schussentobel, eine einzigartige Landschaft, interessant in jeder Hinsicht. Geologisch bedeutsam, kulturell spannend. Die Entstehung dieser Region zwischen Bad Schussenried und Ravensburg wurde im Übrigen maßgeblich von der letzten großen Eiszeit, der Würmeiszeit, geprägt. Damals hatte die Schussen ihren Abfluss noch Richtung Norden. Erst als das Eis sich zurückgezogen hatte, suchte sich die Schussen ihren Weg durch den heutigen Schussentobel Richtung Bodensee. Entdecken Sie diesen Landschaftszug mit seinen Mooren und Feuchtgebieten, Wiesen und Flussufern. Wir empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn. Denn am 14. Mai ist der Aktionstag der drei Verkehrsverbünde Naldo, Bodo und Ding und des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. So gilt die Tageskarte Gruppe Netz der jeweiligen Verkehrsverbünde Naldo, Bodo oder Ding am Aktionstag in allen drei Verbünden. Durch den Schussentobel geht es mit dem erfahrenen Wanderführer Karl Köberle. Die Wanderung ist kostenlos, findet auch bei Wind und Regen statt und eine gemütliche Einkehr ist natürlich auch eingeplant. Bus und Bahnfahren ist an diesem Tag ganz einfach. Der Bahnhof Aulendorf wird von den Zügen aus Richtung Sigmaringen und aus Richtung Ulm im Stundentakt angefahren. Treffpunkt für die Schussentobel-Tour ist direkt am Bahnhof Aulendorf. 13 Uhr geht's los. Die aktuellen Fahrpläne und das Bodo-Handy-Ticket finden Sie in der Bodo-Fahrplan-App und auf bodo.de. Der Aktionstag am 14. Mai. Entdecken Sie unsere Region mit Bus und Bahn. Von Ulm bis Balingen, von Tübingen bis Friedrichshafen oder kreuz und quer. Es warten viele Attraktionen auf Sie. Und mit einem Tagesticket-Gruppe fürs Gesamtnetz können Sie an diesem Sonntag in den drei Verbünden Naldo, Bodo und Ding fahren. Weitere Informationen unter www.aktionstag.ist.